Du hast einen Gaming-Monitor gekauft, aber fragst dich, wie du den mit deiner Nintendo Switch verbinden kannst. In diesem Video zeige ich dir, wie das geht und worauf du achten musst. Beachte zuerst, dass die Switch Lite nicht mit einem Fernseher oder Monitor verbunden werden kann. Alle anderen Versionen von der Switch sind aber kompatibel. Du brauchst nur eine Docking Station. Bei der Docking Station sind bereits alle notwendigen Kabel mitgeliefert. Nutze das HDMI-Kabel, um die Docking Station an deinen Monitor anzuschließen und an Strom. Und vergiss nicht, die Switch in die Docking Station zu platzieren. Vielleicht musst du noch über das Menü deines Monitors die richtige Quelle auswählen. Danach ist die Switch einsatzbereit. Das war's auch schon wieder. Wenn du noch Fragen hast, kannst du sie immer gerne in die Kommentare schreiben. Danke dir fürs Zuschauen und tschüss!